Hallo und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Walking Dead Road to Survivor. Und wollen wir versuchen zu erraten, was dabei herauskommt immer? Ich würde sagen, es ist ein Lama mit dem Schal. Und wie würde das heißen? Keine Ahnung, Schal-Lama? Werden wir mal sehen. Ich starte jetzt das Spiel. Ich habe es gerade schon heruntergeladen und meinen alten Stand aufgerufen. Da ist er. Hurra. Und. Menü. Spielerleiste. Ich weiß auf jeden Fall, ich kam hier mit denen nicht mehr weiter mit, weil meine Leute so schwach waren. Okay. Naja. Jetzt hole ich hier meine Leute ab und dann steht da bestimmt wieder es voll. Oh, das geht jetzt auch umwandeln. Okay, dann werde ich jetzt erstmal die ganzen roten Felder hier abarbeiten. Sonst nichts zum Einfordern hier. Ne. Gut. Fangen wir mal hier oben an bei der 14. 9. Kostet Geld. Also ein weiter. Gratis. Ach, Rick aus der ersten Folge. Nein. Okay. Jetzt haben wir hier täglich 8. Gratis, super. Gratis, bestätigen. Ein Zauberwürfel. Bestätigen, einfordern. 41 muss ich alle wegdrücken.
verstehe nicht. Verschwindet sie so. Okay, gut. Gut, 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 gut. Aber jetzt sind das alles. Vollbild. Ist doch viel schöner Vollbild. Löschen. Los? Nein, nicht los. Ah, ich wollte löschen. Einfach. Das bestimmt auch wieder. Ja. Ach ja, klar. Steht immer noch eine 7. Ich finde mal so, okay. Ist das aber voll geworden hier. Können wir ja gleich machen. Was haben wir hier noch im Menü? Spielerleiste. Neu. Level up. Und das ist mein stärkster hier. Schild. Danach müsste eigentlich die hier erstmal aufleveln. Ich brauche da noch was.
Ja, einfordern. Events. Immer zurück zur Stadt. Profil. Belohnung. Okay, die sind alle im Team, die kann ich nicht nehmen. Sie sind auch nicht nach Name sortiert. Ich brauche drei gleiche. Michong. Negan. Ich finde keine drei gleichen. Die zwei Michons sind zwei andere. Krieg sind auch zwei andere. Ach, Mensch. Wir leveln erstmal auf. Ah, okay. Dann leveln wir den hier auf. Also man kann nur ein Gebäude aufleveln. Ein Charakter auf Stufe 3. Upgrade ein auf Stufe 3. Upgraden geht nicht. Das ist schon Level 50. Wow. Ah, genau, das Aufleben war vorher anders. Jetzt habe ich zwei falsche Charaktere aufgelevelt. Ich hätte nur mal die aufleveln sollen, weil die stärker sind. Ach ja. Was soll's?
Ich habe keine gleichen Charaktere. Das ist doof. Das Auge um Auge und das ist im finsteren Tal. Ärgerlich. Nur 2 mit 5 Sterne. 3 mit denen. Und 6 Sterne. Also das sind meine besten Charaktere. Ja. Ja, am besten ist der hier natürlich. Der haut alles weg. Ah, ich weiß, warum da 18 steht, weil ich die öffnen kann mit Geld wahrscheinlich. Normalerweise gab es immer noch ein Zelt, was man öffnen konnte. Aber es gibt es auch nicht mehr. Die beiden 4-Sterne-Rekrut oder 4-Sterne-Waffe. Nachrichten, was gibt's da Neues? Kampf? Erstmal Mission. Da muss ich auf Anzeigen drücken. Alle auf Anzeigen? Och nee, das. Dann machen wir es wohl hier. Gehen wir erst in den Kampf rein. Machen wir Straßenkarte. Da haben wir jetzt hier die ganzen. Was wollen wir gleich suchen? So, jetzt alles weggedrückt hier. Okay. Da kann ich nicht reingehen, da kann ich auch nicht reingehen. Mensch, ich spiele schon 20 Minuten und noch nicht einmal gekämpft hier. Zauberwürfel. Spielen wir Zauberwürfel. Ich habe 22, 10. Ah, da kann ich ja nur 2 Runden spielen. Die und die. Dann suche ich was Besseres. Die ist besser. Da komme ich weiter. Okay, ich spiele weiter. Dein Charakter ist das Feuer. Meine Charakterliste ist voll. Alle auswählen. Alle umwandeln. Alle weg. Im Winter.
sein. Wie kam ich auf diese Leiste? Spielerliste? Das ist genau das gleiche. Aufsteigend. Kommt man die nicht noch mit Dingens nach Namen sortieren? Fertig. Warte mal, mach was. Also ich bin bei S3. Ach, hier ist das nach Namen sortieren. Das sind drei unterschiedliche. Ashley, Brigitte, Rockwell. Sind auch drei unterschiedliche. Zwei unterschiedliche. Zwei unterschiedliche. Drei unterschiedliche. Zwei unterschiedliche. Sind auch zwei unterschiedliche. Oh, das sind fünf unterschiedliche Rigs. Kein Doppelten. Das kann doch nicht sein. Nein. Jetzt habe ich nur die mit einem Stern. Okay, dann gehen wir nochmal hier rauf. Upgrade. Hier gehen wir auf Name. Zwei Sterne. Ein Stern kann ich nicht anwählen. Komisch. Ich brauche Platz. Oder ich verbrate jetzt hier einfach alle. Stück umwandeln. Bestätigen. Ach, die kriegen dann Level 8. Gut, jetzt habe ich doch Platz. Einfordern. Das sind immer noch welche. Also wie viel habe ich denn da ausgebildet? Kann doch nicht wahr sein.
Okay. Dann machen wir alle kaputt mit 3 Sternen. Was ist, und ab 3 Sternen fängt schon an mit den Leuten, die in meiner Dingens drin sind. Wir fangen jetzt an mit dieser Karte. Ach, ich weiß es nicht. Was wirst du erst machen? Gerade wollte ich ja mich schon machen. Keine Automatik drin. No. Hab ich wohl verkackt. Ich glaube, die mit den Sternchen war für die ganz starken, glaube ich, nicht für mich. Die beiden sind für mich, die braunen. Ich glaube, so war das gewesen. Mein Lager ist voll. Wieder 3 Sterne. Schön.
Tja, mein Lager ist voll. Komm, mach was so. Zack. Haben halt Gold bezahlt. 7,7. Ich hab so viel Essen. Ah, da fehlt mir Holz jetzt. Ich kann doch mal auf Plündern gehen. Jetzt weiß ich, warum ich den einen da rausgenommen hatte. War das, nein, ich schätze, das war Spieler, nein, auch nicht, das war... War den nochmal aufleveln hier? Die Teams auswählen. Das ist die Feldkarte. Ich war eigentlich mit der anderen noch gar nicht fertig. Weltenenergie aus. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das einstellen kann. Egal, dann sucht nur der eine dort. Den zweiten hätte ich da los schicken müssen, das zweite Team. Ich habe jetzt gerade irgendwie total vergessen, wo man das einstellen konnte. Wer in welches Team ist. Wir machen jetzt auf jeden Fall Mission, die Mission hier fertig. 15 Weltenenergie. Ah, hier konnte ich einstellen. Dann schlagen wir uns einmal ganz schnell durch. Danach
Nachteil mit dem beiden Schild ist, der greift erst immer in der zweiten Runde an. Die erste Runde lädt er sich irgendwie auf. Und zweite Runde schlägt er dann. Meistens mehrere Leute, wenn mehrere Leute da sind. Und wenn die nicht ganz so stark sind. Ich habe da gerade einen Schlag gemacht, zwei tot. Super. Häuser voll. Überlebende trainieren. Ich kann zwei trainieren, super. Ich wollte jetzt die Werkstatt noch fertig machen. Das war B+. Ich spiele auf S3. Hier ist A. Werkstatt S. Keine Ahnung, was S bedeutet. Auf jeden Fall A ist das. Könnte ich auch noch eigentlich locker schaffen. Vielleicht nicht mit 3 Sternen. Aber auf jeden Fall könnte ich das schaffen. Täglich einfordern. Super. Nimm 4-mal an Raids teil. Finde einen Gegner. Mist.
nicht auch nur einen Starken gab, so wie ich. Und sein Stark hat meinen Starken zerstört. Nein. Drei. Das geht gleich. Boah, hab ich Glück gehabt. Und der letzte. Ja, das schaffe ich auch. Subi. Das war 4. Gehen wir zu den. Oh, hier ist eine Post, eine Belohnung. Einfordern. Einfordern, ja. Dann gehen wir jetzt zu Missionen. Einfordern. Schließe einmal einen Arena-Beitritt ab. Okay. Los geht's. Dabei. Ich habe Juan besiegt. Oh, guck mal hier. Da komme ich nicht weiter. Jetzt kommt der hier. Das schaffe ich nicht mehr. Keine Chance. Und raus. Auf jeden Fall die Quest fertig. Wir haben da mitgemacht. Ah, erreiche Platine. Erreiche Unterliga 3. Schaffe ich noch nicht mal. Upgrade 3 Charaktere. Nimm an 5 Fraktionsrache Raids teil. Okay. Halt nicht. Was haben wir, 2000 Survivor-Punkte? Oh, wieder bei Stage 1. Automatisch füllen und angreifen. Mit der automatischen Film ist ganz gut. Dann musst du, der nimmt immer die besten. Dann musst du den nicht erstmal raussuchen. Obwohl manchmal sind die auch ein bisschen schlechtere besser wie die besten. Zwei Bosse. Beide Bosse tot. Thank you.
Womit? Mit Video? Nein. Okay, dann haben wir jetzt hier nochmal. Juhu! Einmal Schaden abgekriegt. Also einmal ein Zombie angegriffen. Schon wieder voll. Automatisch füllen, zack, Angriff. Zweite Welle. Den Tiger gibt es auch. Okay, ich bin hier durch. Dann zur Mission gehen, einfordern. Da. Okay. Arenenbeitritt. Schließe einmal einen Arena-Beitritt ab. Ah, habe ich doch gerade schon mal. Ach ja. Was müssen wir noch alles machen? Schau dir an. Bildschirm kostenlos. Münzen. Drei Videos. Ah, öffne zweimal Rekursen und Belohnung. Zweimal. Das schaffe ich nicht. Naja, das würde ich schon schaffen, aber da wäre mein Gold weg. S-Klasse Rekrut. Na, egal, machen wir das. Einfordern und nochmal. Einfordern.
Jetzt habe ich kein Geld mehr. Erhalte für ungewöhnliche oder bessere Charaktere. Den habe ich gerade gekriegt. S-Klasse. Ja, und hier sind schon die ganzen Leute mit dabei, die in meinen Teams drin sind. So ein Mist. Ich muss mal, den muss ich mehr aufleveln. Egal, wir gehen nochmal auf die Mission zurück, Tagesmission. Ich weiß jetzt nicht, wie ich gerade die anderen Leute loswerde. Tägliche Mission. Schauen wir mal an. 3 Videos anschauen wollen wir nicht machen. Das geht nicht. Und erhalte 4 ungewöhnliche oder bessere Charaktere. Ja. Ich habe noch so wenig Leute. Warum kann ich die dann nicht nehmen? Ich verstehe das nicht. Upgraden. Nein, plündern wollen wir. B und B. Die sind unterwegs. Dann kommt jetzt die dran. Bestätigen. Mission starten. Ja gut, ich würde mal sagen, das war's für heute. Ja. Ich werde das Spiel beenden. Schauen, was das für ein Lama ist. Ich sag Lama mit Schal. Und wie heißt der? Ja, ist ein Lama mit Schal. Streaking Lama. Okay, ich habe mein Ticket abgeholt. Dann sag mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.